Yo Leute, willkommen wieder zurück zu Paper Mario, die Legende von Millionen Tour am Bahnhof Tulpenbach, den wir im letzten Part aber auch schon komplett durchquert haben. Wir mussten nämlich in den Keller, um dort den Schalter für die Zugbrücke zu finden. Und der wurde von ziemlich vielen schwarzen Wesen umringt, die wir aber vertrieben haben. Und ihr seht schon, jetzt ist die Zugbrücke unten. Das heißt, der Zug, der Glimmerliner, der kann endlich weiterfahren. Vielen Dank, endlich können wir abfahren. Es wird schon dunkel. Achtung an alle Fahrgäste. Einsteigen bitte. Wir wünschen eine angenehme Weiterfahrt nach Bad Glimmerich. Ja, danke, danke. Die anderen sind eh schon alle eingestiegen. Fehlen also nur noch wir. Und dann kriege ich erstmal eine Mail. Na sowas. Von wem denn schon wieder? Ah, von Marono. Vergessen. Hey Bomber, ich bin's, Marono. Dein Kumpel aus der Arena. Bei dir alles klar? Na, ich schätze, du kämpfst jetzt auch gegen diverse starke Gegner. Ich kämpfe immer noch in der zweiten Liga und ich denke, das wird auch so bleiben. Ist kein schlechtes Leben. War gut, dass du bei uns warst. Deine starken Kämpfe haben das alte Feuer in mir zum Lodern gebracht. Schätze, wir sehen uns bald mal wieder vielleicht im Ring. Aber pass auf, bis zu diesem Tag werde ich noch viel stärker werden als damals, sogar stärker als jetzt. Marono. Ah, finde ich aber irgendwie cool, dass sogar Marono nochmal uns eine Mail geschrieben hat. Wir sehen jetzt auch hier links, Totskova hat ja jetzt die Arena übernommen und deswegen sagt sie jetzt die ganzen neuen Kämpfe an. Echt nicht schlecht. So, aber jetzt gehen wir wirklich wieder an Bord des Zuges. Ja, der Zug fährt in Kürze ab. Na dann, los, auf nach Bad Glimmerich. Abfahrt! Sehr geehrte Fahrgäste, ich bitte kurz um Ihre Aufmerksamkeit. Wir möchten uns für die Verzögerung entschuldigen. Wir befinden uns nun auf dem Weg zu unserem Zielbahnhof Bad Glimmerich. Ja, ist doch schön. Wirklich viel machen können wir jetzt, glaube ich, eh nicht mehr, aber ich kann mich trotzdem nochmal mit allen unterhalten. Ob sich da jetzt noch irgendwas ergibt. Ich meine, mit Inspektor Ping werde ich nochmal quatschen. Ja, herzlich willkommen. Zum Abendessen gibt es das berühmte Pilzmenü. Ich bin zwar kein Experte und unser Koch ist sicherlich genial, aber sein berühmtes Pilzmenü ist wirklich nicht so toll. Ach echt? Ja, bonjour. Die Pilze für das Abendessen habe ich selbst in Tulpenbach gesammelt. Ob die wirklich essbar sind? Das ist eine gute Frage jetzt natürlich. Ja, und hier voll schade, der Shop hat mittlerweile schon geschlossen, naja, kann man nichts machen. Es hat sich auch herausgestellt, dass Star-Tee gar nicht der echte Star-Tee war, sondern Rumpel, der sich einfach verkleidet hat, weil der wollte ja wirklich den Zug in die Luft jagen, aber das konnten wir verhindern. Leider ist er dann geflohen am Bahnhof von Tulpenbach. Also vielleicht hat Inspektor Ping da noch irgendwas dazu zu sagen, zu diesem Vorfall. Morgen komme ich endlich mal wieder nach Hause, irgendwie freue ich mich. Aber jetzt ist es schon spät und du hast morgen viel vor, Luigi. Vielleicht sollten wir langsam zu Bett gehen. Ja, ich würde sagen, wo er recht hat, hat er recht. Ich spreche noch kurz mit dem Zugbegleiter und dann gehen wir auch mal schlafen. Guten Abend, Mario. Danke, dass du uns in Tulpenbach geholfen hast. Genieße deine letzte Nacht an Bord und erhole dich ein wenig. Ja, das werde ich tun. Also wirklich mit jemandem unterhalten müssen wir uns jetzt eh nicht mehr. Und auch er hier hat ja seinen Koffer wieder bekommen. Guten Abend, morgen erwarten mich wichtige Geschäfte. Ich habe alle Unterlagen nochmals überprüft. Bleibt nur noch morgen ausgiebig zu frühstücken, natürlich auf Firmenkosten. Ja, ja, ich weiß. Bei dem ist irgendwie alles auf Firmenkosten, da kann er sich wirklich freuen. Der muss ja eine sehr spendable Firma haben. Alles klärchen, ja, dann würde ich sagen, hauen wir uns aufs Ohr. Dann sehen wir mal, was der nächste Tag so bringt. Morgen kommen wir endlich nach Bad Glimmerich. Wir müssen das Sternebild unbedingt vor diesen Typen bekommen. Es wäre also besser, jetzt zu schlafen, damit wir morgen fit sind. Ganz genau. So, möchtest du für heute schlafen gehen? Yo! Dritter Reisetag. Ein neuer Tag bricht an. Und wie ruhig und frisch dieser Morgen ist.
Ah, so, jetzt sind wir natürlich erstmal wieder komplett geheilt. Da habe ich mir das gespart, bei dem Herzblock in Tulpenbach irgendwie Geld zu zahlen, wenn es hier kostenlos ist. So. Tja. Ich krieg schon wieder eine Mail, ey. Was ist denn los? Ich bin ganz schön gefragt. Diesmal von Big Omb. Ahoi Mario. Ahoi Mario, das Leben auf der Insel ist echt nicht übel. Sonnenaufgang, aufstehen, Sonnenuntergang in die Koje. Dieses simple Leben gefällt mir ziemlich gut. Manchmal kommt Corsario vorbei und faselt irgendwas. Wir leben wie die Wilden, das ist unzivilisiert und so ein Zeug. Aber abgesehen von diesen Störungen ist das Leben auf der Insel wunderbar. Und du? Immer noch auf der Suche nach dem großen Abenteuer? Passt irgendwie zu dir, Captain. Also versuche die bösen Jungs kräftig und befreie deine Prinzessin. Big Omb. Ja, sogar... Der liebe Big Omb hat uns nochmal geschrieben. Dem scheint es auch ganz gut zu gehen auf der Isla Corsaria. Freut mich. Ich finde es echt immer schön, dass sogar die ganzen Personen, die wir mal getroffen haben aus den früheren Kapiteln, dass die uns immer wieder mal eine Mail schreiben, wie es denen so geht. Das finde ich echt toll. So, aber warum... Wo sind denn alle? Hier ist es echt so verdächtig ruhig. Merkwürdig. Was zum... Oh mein Gott, der Typ ist ja bewusstlos. Aber warum? Hey, was ist los mit dir? Steh auf! Ah, das ist natürlich jetzt richtig blöd, weil der jetzt bewusstlos ist, kann ich nichts kaufen oder verkaufen oder einlagern. Das ist natürlich bedauerlich. Aber was ist denn hier los? Wo sind denn alle? Warum ist denn niemand hier? Inspektor Ping! Auch nicht da. Was zur Hölle? Was ist hier los? Und sogar der Zugbegleiter ist verschwunden. Alter, Leute, da ist doch irgendwas faul. Die Tür klemmt. Habt ihr das gerade gesehen? Da klebt doch so ein komisches schwarzes Etwas. Hier, die Tür klemmt. Das sind genau dieselben... Oh mein Gott, sind die etwa im Zug? Ach du meine Güte, die sind sicher im Zug. Das darf jetzt nicht wahr sein, oder? Das sind nämlich genau dieselben schwarzen Viecher, die wir eben im Keller des Bahnhofs Tulpenbach gesehen haben. Haben die sich jetzt echt an den Zug geheftet, oder wie? Ach, ist blöd, der Typ steht nicht auf. Ja, dann muss ich halt mit den Items zurechtkommen, die ich im Moment habe. Das sind ein Pilz, ein Lebenspilz, ein Trockenpilz, Donnerzahn, ein Bulak, ein Grafwunsch und ein Blütentee. Naja, könnte besser sein, aber damit muss ich auskommen. Ich habe das Gefühl, dass hier irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Irgendwie sind alle Fahrgäste verschwunden. Oh Gott, was ist mit dem Lokführer? Jetzt sag nicht, wir haben einen führlosen Zug. Das wäre katastrophal. Oh Gott sei Dank, der Lokführer ist noch da. Er ist noch da, Leute. Guten Morgen, Mario. Ist heute nicht ein besonders ruhiger Tag? Was? An den Scherben klebt Dreck? Gua, was ist das denn? Das sind doch diese Wesen, die gestern in dem Bahnhofskeller waren. Die müssen sich wohl an den Zug gehängt haben. Was kann man da machen? Zuerst müssen wir prüfen, wie es den Fahrgästen geht. Ich halte hier die Stellung. Mama Mario, kannst du nach den Fahrgästen sehen? Alter, ey, die kleben jetzt hier überall auf dem Zug. Das ist extrem. Aber wo sind die Fahrgäste überhaupt? Ich habe die alle nicht gefunden. Die sind weg. Das kann doch nicht sein. Ja, wer geglaubt hat, dass das sechste Kapitel ruhig und angenehm verlaufen wird, der hat sich geirrt. So, komm, ich brauche Blaze. Ich muss etwas schneller sein. Ich muss zum Gepäckwagen. Ich muss nochmal versuchen, die Tür da aufzubekommen. Na hier, die kleben jetzt an allen Fenstern. Ist das übel? Ist das übel? Der Typ steht, glaube ich, wirklich nicht auf, oder? Doch! Oh! Aber Mario, ich war dann, da waren doch diese schwarzen Biester. Sind diese weg? Aber
Sehr gegrüßt, willkommen im Kiosk des Klimakleiners. Wir führen diverse Items und so weiter und so fort und... Hey, cool, ich kann das doch noch benutzen. So, da werde ich mal verkaufen. Was brauche ich denn? Pilz? Unnötig, weg damit. Trockenpilz brauche ich auch nicht, unnötig, weg damit. So. Das ist natürlich gut. Also wenn diese Viecher an dem Zug kleben, kann man ihn doch ansprechen und der steht auch wieder auf. Das heißt, ich kann doch noch shoppen. So, komm, gib mir noch mal zweimal einen Donnerzorn. Eins. Zwei. Und dann gibst du mir noch einen Superpilz. So. Dankeschön, weil zum BP heilen habe ich ja sowieso meinen Blütentee hier, ne? Frischer Tee von Raggle Dee stellt 20 BP wieder her. Und Donnerzorn noch zum Angreifen, weil Leute, jetzt kommt natürlich ein Bosskampf, wie es sich für ein Kapitel gehört, gegen diese komischen Viecher da. Flu, 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 flu. Die sind in den Zug eingedrungen. Schmeißen wir sie erstmal wieder raus. Ganz genau. So, haut ab, haut ab, haut ab. Ihr Mistviecher, was seid ihr überhaupt? Aua! Die haben den Zugbegleiter. Schnell, hilf ihm. Ach, da stecken die Fahrgäste. Also diese Mistviecher haben die entführt. Na! Danke, Mario. Danke für deine Hilfe. Als sie schliefen, da kamen diese Dinger. Ich hatte solche Angst. Sie sind wohl durch die Fenster im Gepäckwagen eingedrungen. Sie haben noch immer viele Fahrgäste in ihrer Gewalt. Oh, die Armen. Oh Gott, Eddie. Das heißt, ja, das heißt tatsächlich, Leute, wir müssen aufs Dach des Zuges. Und genau deswegen haben wir auch hier ein Rohr. Kann ich jetzt ranspringen? Dank meiner Ultrastiefel, die ich ja gefunden habe, und jetzt geht's raus. Halt, die kleben hier überall. Das Dach des Zuges, unglaublich, wie die Landschaft vorbeirauscht. Aber, Igitt, was soll denn das? Das sind ja schon wieder diese Landplagen. Los, Mario, mach sie fertig. Alles klar. So, kommt her, ihr Missgeburten, was auch immer ihr seid. Es kümmert mich nicht, ich mache euch alle fertig. Wirbelattacke. So. Wir müssen uns hier echt durchboxen. Wie viele das sind, das müssen ja zigtausende sein. Flu, flu. Was sind denn das nur für Wesen? Mario, schau mal, das sind die anderen. Hilfe! Flu, flu. Fluchen diesen Kampf nicht möglich. Tja, was sagt man dazu? Diese komischen Viecher haben sich jetzt zu einem einzigen riesigen Vieh zusammengerottet. Und das ist nämlich der Boss des sechsten Kapitels. Gumbrina Scanner. Das ist nämlich Fluffy. Das sind die Fluffys. Die kleinen Monster haben sich einfach zusammengetan. Maximaler KB 50, Angriffskraft 5, Verteidigung 1. Sie greifen mit Tentakeln an. Erledige die Tentakel, dann sinkt die Verteidigung des Körpers auf 0. Dann kannst du dem Körper leicht Schaden zufügen, aber nur so lange, bis ihm neue Tentakel gewachsen sind. Anscheinend erhöht sich die Angriffskraft, wenn die Fluffys ihre Form verändern. Aber anstatt hier zu diskutieren, sollten wir lieber die Passagiere befreien. Ganz genau. So, ihr seht schon, die Tentakel haben jeweils 4 KP und der eigentliche Körper 50. Und da eignet es sich natürlich gut, wenn wir hier mal so einen Donnerzorn verwenden. Da sind die in den Tagen nämlich schon mal alle kaputt.
So, und ich habe nämlich, bevor ich den Part begonnen habe, habe ich die Herzlein und die Blumensegenorden angelegt, also dass sich jetzt meine KP und BP pro Runde ein bisschen regenerieren. So, Gumbrina, wie wär's mal mit dem Kraftkuss? Ne? Der Kraftkuss lässt Mario einmal öfter zuschlagen, also bitte abwechselnd A und B, wie angezeigt, drücken. Und Küsschen. So, Mario's Aktion steigen um 1. Das heißt, das kann ich wirklich zweimal in der Runde angreifen. Runde 1, Charge. So, erhöhte Angriffskraft der Charge. Und jetzt kann ich nochmal angreifen mit dem Powerout. Den habe ich wieder angelegt. Der Ultrasprung, ich finde, der bringt es jetzt bei so einem Gegner eher nicht so sehr. Ist auch schwer zu kontrollieren. Ich nehme lieber den Powerout. Und Attacke! So, das hat er schon mal ganz schön was abgezogen. Und, oh mein Gott. Die Tentakel sind wieder da und... Oh, fies. Der kann jetzt dummerweise natürlich dreimal angreifen, weil er drei Tentakel hat. Voll fies. So, da kommt der dritte und... Boah. Aber die Kampfmusik ist ziemlich cool. Die passt einfach zu dieser Situation. Okay. Gumbrina, nochmal Kraftkuss. Ich finde, das ist eine der nützlichsten Techniken überhaupt. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, sie in den Ultrang aufzustufen. So. Jetzt benutze ich wieder einen Donnerzorn, mache die Tentakel wieder kaputt. Und der Körper ist wieder angreifbar. Wir müssen eine Sternattacke probieren. Das so viel bringt, naja. Nee, komm. Mach mal einfach wieder... Oder machen wir einfach mal den Ultrasprung. Ne? Der Gegner wird mit einem Ultrasprung angegriffen. Drücke vor der Landung A. Na dann, Achtung, Ultrasprung! So, das hat 6 Punkte Schaden gemacht und aua. Nein, Attacke geht doch schön leichter daneben. Du bist doch scheiße. Das ist jetzt mal gerade richtig fies. Okay, Gumbrina, dann musst du es eben schaffen. Multikopfnuss. So, sie ist nämlich auch nicht gerade schwach und ha, der hat nur 11 KP. So, Mario, jetzt ist die Frage, greifst du Gumbrina an, weil du verwirrt bist, oder greifst du Fluffy an? Okay, zack! Hey, nur noch ein KP, Leute! Nur noch ein KP! Den Kampf habe ich so gut wie gewonnen, was soll das denn jetzt? Boah, fies! Alter, macht der viel Schaden. Holy shit. So, das Ding hat jetzt 6 KP. Das ist nicht so schön. Okay, na warte. Da verschwende ich jetzt aber den Donnerzorn lieber nicht. Machen wir einfach die Multikopfnuss. Und schon ist das Ding hin. So Mario, ich flehe dich an, bitte, der letzte Angriff muss sitzen. Hey cool, ich bekomme auch einen Bulaken zugeworfen. Geil, ein Bulaken halt, das brauche ich jetzt überhaupt nicht mehr. So komm, ein letzter Sprung Mario und du hast es geschafft, bitte. Nein, daneben, Vollidiot. Okay, so, aber jetzt ist er wieder normal. Dann eben jetzt. Ein letzter Sprung mit meinen geilen Ultrastiefeln und Fluffy hat sowas von verkackt. Und wir bekommen 30 Sternenpunkte. Flu, flu. Vielen Dank. Wie hätten wir diese 3 Tage ohne dich überstanden? Wir sind dir so dankbar. Allen Gästen geht es gut. Das haben wir nur dir zu verdanken. Merci, Monsieur. Das wäre aus uns geworden ohne Fisch. Nein, ohne dich. Wusstet ihr eigentlich, dass er der berühmte Luigi ist? Also dann, wir kommen gleich in Bad Glimmerich an. Ihr solltet euch langsam zum Aussteigen fertig machen.
Sehr geehrte Fahrgäste, ich bitte kurz um Ihre Aufmerksamkeit. Der Zug wird in Kürze im Bahnhof Bad Glimmerich erreichen. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Aufenthalt im Glimmerliner. Endlich sind wir da, Mario. Professor Gumbert sagte, wir sollten zuerst den Glimmertempel aufsuchen. Ah, Leute, wir haben es geschafft. Wir sind endlich da, aber hey, können wir hier nochmal kurz pennen? Ja, ich will mich nochmal ausruhen. So, deine KP und Pipi sind wieder voll hergestellt. Na bitte, dann brauchen wir wenigstens hier kein Hotel aufsuchen, das ist eh viel besser. Wow, aber Leute, der Kampf war trotzdem geil gemacht. Aber das Vieh hatte gegen mich halt keine Chance. Wie gesagt, die Ohren, die ich jetzt in diesem Kampf verwendet hatte, waren Powered Out. Gut, Power habe ich gar nicht gebraucht. Charge in Charge P, Baby Plus, Kraft Plus, Kraft Plus, Baby Verteidiger, Herzlein und Blumensegen und Stachelschild. Gut, Stachelschild hätte ich aber zwar jetzt nicht gebraucht, aber ist ja Wumpe. Auf jeden Fall sollte ich vielleicht die Ohren jetzt wieder ein bisschen abändern. Das wieder wegmachen. Das weg und das weg und das weg. So. Auf jeden Fall wieder den Multisprung rein. Daneben wieder rein. Schnellwechsel, ja. Das wäre auch so schön, aber im Moment machen wir lieber wieder Blumenregen und Herzfinder. Und was noch? Den Anti-V-Hieb am besten. Oder Powerhauer? Brauche ich den Powerhauer? Ne, brauche ich eigentlich nicht. Brauche ich eigentlich nicht. Nehmen wir mal wieder Erdbeam, hä? So, passt schon. Okay. Ich bin so froh, dass wir jetzt endlich da sind. Richtig super. Ja, praktisch, jetzt habe ich sogar noch einen Bulaken zugeworfen bekommen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Aber wisst ihr was? Das werde ich vielleicht sogar noch einlagern. Denen habe ich schon alles zurückgegeben. Da gibt es jetzt nichts mehr für mich. Sehr gegrüßt. Willkommen im Kiosk des Glimmerliners. Ja, ja, natürlich so hier. Lagern. Noch 20 Items kann er lagern. Dann bitte das Bulaken. Und auch dieses Bulaken. Und ja, Superbills habe ich auf. Vielleicht auch den Kraftpunsch auch. Den brauche ich im Moment eh nicht. Mit nur unnötig Platz weg. So, das reicht. Dankeschön. Ja, dann kann ich ja jetzt eigentlich da draußen speichern und den Part auch wunderbar beenden. Und ich schätze mal im nächsten, da bekommen wir dann auf jeden Fall endlich das sechste Sternjuwel im Glimmertempel. Der Bahnhof von Bad Glimmerich. Hier hält der Glimmerliner, mit dem wir zurück nach Rohlingen kommen können. Übrigens, diese Stadt ist wirklich schick, ganz anders als Rohlingen. Man merkt, dass hier die oberen 10.000 leben. Ja, da hast du natürlich recht. Und wir können wirklich jederzeit mit dem Zug auch wieder zurückfahren, wenn wir wollen, in die andere Richtung. Aber erstmal brauchen wir das Sternewehl. Mein Geschäftspartner ist noch nicht da, also besichtige ich den Ort. Natürlich zahlt das auch meine Firma. Ja, ja, ich weiß, bei dir zahlt irgendwie alles deine Firma. So, natürlich gibt es auch hier in Bad Glimmerich wieder Sternsplitter. So finden zum Beispiel hier gleich mal eine Bodenplatte. Mit einem Sternsplitter. Yay! So, und Goldfried und seine Familie, die leben also hier in diesem Haus. Schick, schick. Wo gibt es denn hier Modelleisenbahnen? Wir werden uns sofort um Bronzmunds Geburtstagsgeschenk kümmern. Du, Autogramm-Onkel, meine Eltern kaufen mir eine Modelleisenbahn. Aber eigentlich könnten sie mir auch eine richtige Eisenbahn kaufen. So reich wie die sind, traue ich ihnen das sogar zu. Das ist aber hier richtig schön. Und noch ein Sternsplitter, hier hinter der Liege einfach mal. Voll fies, so wie sieht es hier drin eigentlich aus? Naja, eigentlich ganz nett eingerichtet, dafür, dass das nur eine Etage ist. Obwohl es von außen so aussieht, das ging es da noch worauf. Naja. So, zwei Sternsplitter habe ich hier schon gefunden, aber es gibt natürlich noch mehr. Zum Beispiel hier hinten. Ihr seht schon, hier ist so ein komisches Loch in der Hecke, da kann ich rein. Und da ist auch ein Sternsplitter drin gewesen. Voll fies. So, und hier ist sie sonst noch irgendwie was, weil... Warum soll ich hier hin können? Sieht so komisch aus. Mal einrollen. Nee, hier ist sonst nichts. Hier ist sonst nichts. So, wer lebt denn in diesem schicken Häuschen? Ah, das ist das Haus von Brillantee. So,
Sehr willkommen, Held. Diese Bahnfahrt war wirklich spannend. Tja, das kannst du laut sagen. Die war wirklich sehr spannend. Verdammt spannend sogar. Ja, die hat sie auch sehr hübsch eingerichtet. Ich finde diese Detailverliebtheit richtig super. Okay, Leute, na dann... Naja, komm, Brin ist immer noch im Haus drin, voll dumm. Die kommt da nicht mehr raus. Ah, jetzt auf einmal, ne? Die Bahn von der Klappingerich, bla 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 bla. So. Okay, den Rest von Bad Klimmerich, den sehen wir uns dann erst im nächsten Part an. Deswegen kann ich hier auf so schön speichern. Also dann, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Der Bosskampf war ganz cool. Und bis zum nächsten Mal bei Pippa Mario, die Legende von Miontor. Ciao!